Hallo Leute, Marc hier von MacMath Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch endlich mal wieder was vor, und zwar dieses Mal ein Nachtsichtgerät mit Foto- und Videofunktion. Das hier ist das TKBSR Z095. Das wurde mir freundlicherweise von der Firma TKBSER zur Verfügung gestellt zum Testen. Ich sage natürlich trotzdem meine echte Meinung zu diesem Teil. Zum Zeitpunkt des Videos kostet das Nachtsichtgerät bei Amazon rund 190 Euro. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dazu hat mir der Hersteller auch noch einen Rabattcode von 5% zur Verfügung gestellt. Den findet ihr ebenfalls da. Und jetzt würde ich sagen, packen wir einfach mal weiter aus. Nachdem ich euch letztens schon eine Wildkamera vorgestellt habe, ebenfalls mit Nachtsichtfunktion, ist das hier auf jeden Fall sehr interessant für mich, da man sich hier dann frei bewegen kann und ebenfalls Infrarot-Nachtsicht hat, also bei völliger Dunkelheit sieht. Das Ganze kommt schon mal in einer stabilen Tasche, und das hier ist die Umhängeschlaufe, die wir dann später am Nachtsichtgerät befestigen können. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an und ist weich gemacht. Und jetzt werfen wir endlich einen Blick auf das Z95. Das ist mein erstes Nachtsichtgerät, ich bin also auch sehr gespannt. Grundsätzlich funktioniert dieses Gerät wie ein normales Fernglas, nur dass man eben auf der einen Seite anstatt der beiden Okulare zum Reinschauen einen Bildschirm hat. Dazu ist auch hier alles dabei, um direkt loszulegen. Man muss also nichts mehr dazu holen, keine Akkus mehr oder Batterien, das ist hier alles schon drin. Genauso ist auch eine Micro-SD-Karte dabei. Und so sieht das Teil aus, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und auch vom Anfassen her ist das Ganze so ein bisschen Military-Style, sehr stabil auf jeden Fall auf den ersten Blick. Das hier ist die Vorderseite, erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Splinter Cell mit diesen drei Linsen hier. Und hinten ist eben der Screen zum Reinschauen, aber da kommen wir gleich noch zu. Werfen wir vorher noch einen Blick auf das Zubehör. In diesem kleinen Fach hier an der Seite ist noch ein Beutel und natürlich noch die Anleitung. Der Quick Start Guide hier ist nicht auf Deutsch, aber hier in diesem Heft, da ist die Anleitung. Die ist multilingual und ebenfalls hier gibt es einen deutschen Abschnitt. Ist auf jeden Fall alles sehr gut verständlich. Dann schauen wir noch, was hier in diesem Beutel drin ist. So, da hätten wir einmal das Ladekabel und ein kleines Putztuch, um die Linsen zu reinigen. Und das war es auch schon an Zubehör, was hier drin ist. Das Ladekabel ist USB Typ C. Und so ein kleines Tuch hier braucht man öfters als man denkt bei diesem Gerät. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das Z095. Hier hinten ist der Bildschirm mit 6,5 cm Bilddiagonale. Dann haben wir hier oben die Bedienelemente. Weiter vorne auf der rechten Seite sind die Tasten für die Beleuchtung. Und dann haben wir hier vorne noch das Objektiv auf der rechten Seite. Links ist das LED für die Infrarotnachtsicht und in der Mitte ist eine Lampe. Hier unten gibt es einen Stativanschluss und weiche Gummifüße, falls man das Teil aufstellen will. An der Seite hier ist eine kleine Klappe, darunter befindet sich der Anschluss für das USB Typ C Kabel und der Einschub für die Micro SD-Karte. Diese ist wie gesagt schon enthalten und steckt schon im Gerät, eine 32 GB Karte mit Klasse 10. Soweit haben wir also alles, um direkt loszulegen. Der Akku muss noch geladen werden. Enthalten ist ein 5000 mAh Akku. Mit dem kann man 8 bis 10 Stunden filmen in der Infrarotfunktion und sogar bis zu 16 Stunden, wenn man nur Aufnahmen am Tag macht. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 bis 3 Stunden. Das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Was man ansonsten noch wissen sollte, das Nachtsichtgerät ist wasserdicht nach IP65 Norm. Dazu gibt es einen kleinen elektronischen 8-fachen Zoom. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an, werfen wir vorher noch einen Blick auf die Bedienung. Hier in der Mitte schaltet man das Gerät ein und das ist auch die Taste, mit der man sich durch Foto, Video und Wiedergabe durchwählt. Man kann sich seine gemachten Aufnahmen also auch direkt ansehen. Links daneben mit der Taste schaltet man vom Tageslichtmodus in die verschiedenen Modi für Dunkelheit und mit der rechten Taste kommt man in die Menüeinstellungen. Hier ist erstmal alles auf Englisch, das Ganze lässt sich auch auf Deutsch umstellen. Leider ist die Übersetzung nicht ganz so gelungen und ist eher verwirrend. Ich habe das Ganze später wieder auf Englisch umgestellt und so ist es durchaus einfacher. Die Größe des Bildsensors ist leider nicht angegeben. Ihr könnt aber Fotoaufnahmen machen mit bis zu 36 Megapixel Größe und Videoaufnahmen mit bis zu 4K Auflösung. Und dann gibt es weitere Spielereien wie den Burst-Modus, wo eben mehrere Bilder auf einmal aufgenommen werden. Dazu kann man die Aufnahmezeit pro Videoaufnahme begrenzen. Eine der wichtigsten Einstellungen hier ist, dass man den Bildschirm etwas dunkler machen kann. Gerade wenn man nachts unterwegs ist und sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man da auch durchaus geblendet werden.
Das waren jetzt auch soweit die wichtigsten Einstellungen und jetzt würde ich sagen, gehen wir raus und probieren das Teil mal aus. Nach dem Einschalten ist das Bild meistens unscharf, das ist ganz normal, man muss das wie bei einem Feinglas oder bei einer Kamera mit Objektiv erstmal scharf stellen und das macht man einfach hier manuell. Je nachdem, welche Entfernungen man eben beobachten will, muss man das eben einstellen. Dadurch kann man dann die Objekte, die man beobachtet oder filmen will, dann aber auch speziell hervorheben, wenn sie eben scharf gestellt sind und das sieht meistens ganz gut aus. Wir befinden uns hier noch im Tageslichtmodus, man kann also auch ganz normal über Tag aufnehmen. Hier oben sieht man auch mal den eingebauten Strahler, die eingebaute Lampe. Und so sieht das aufgenommene Videomaterial dann aus. Wundert euch nicht, wenn die Aufnahmen wackeln, wenn man das Ganze festhält wie ein normales Feinglas. Das Videobild ist weder optisch noch elektronisch stabilisiert. Das wirkt sich natürlich extrem auf die Bewegung aus, gerade wenn man die ganze Zeit sozusagen eine reingezoomte Kamera in der Hand hat. Die ersten Aufnahmen machen auf jeden Fall schon mal sehr cool. Unser Freund, das Eichhörnchen, war schon mal da und hat sich's gut gehen lassen. Hier kommt der Tageslichtmodus wegen den starken Kontrasten schon so ein bisschen an die Grenze. Hier schalte ich den ersten Infrarotmodus dazu. Dieser nennt sich Glow-Modus und eignet sich besonders für die Dämmerung. Da werfen wir gleich noch einen genaueren Blick drauf. Natürlich war auch die Katze wieder da, die wohnt eigentlich ein paar Häuser weiter, kommt aber sehr gerne hier vorbei und ich freue mich immer, wenn ich den flauschigen Freund hier sehe. Die Aufnahmen über Tag sind definitiv nicht schlecht, wenn man da ein Stativ benutzt, sind die auf jeden Fall sehr cool. Jetzt kommen wir aber auch endlich zu den Nachtaufnahmen in völliger Dunkelheit. Vom Tageslichtmodus schaltet man in diesen roten Dämmerungsmodus und dann eine Taste weiter kommt man dann in den richtigen Infrarotmodus, die bekannten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die man kennt. Und dann geht's natürlich richtig los. Mit dem Nachtsichtgerät kann man tatsächlich in völliger Dunkelheit sehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das Teil eingeschaltet habe und die Katze war im Garten. Auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Hier sieht man auch so ein bisschen den kleinen elektronischen Zoom, den es da nach oben drauf gibt. Die Kamera ist so schon ziemlich reingezoomt und man kann eben noch ein bisschen vergrößern. Angegeben ist 8-fache Vergrößerung. Ob das natürlich 8-facher Zoom ist, von mir aus gerne. Die Bilder in völliger Dunkelheit sind auf jeden Fall beeindruckend und auch wenn es mal schnell gehen muss, das Nachtsichtgerät ist schnell eingeschaltet und schnell parat. Man kann also sehr schnell filmen, was man sieht. Dabei ist es nicht ganz so einfach, scharfe Aufnahmen zu machen. Gerade über den Bildschirm lässt sich die Schärfe oft schwer einschätzen. Der sogenannte Sweet Spot, wo das Objekt scharf gestellt ist, ist manchmal nicht ganz so einfach zu finden. Allerdings ist das auch Übungssache, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das schon gut von der Hand. Am Nachtsichtgerät selbst ist auch eine Lampe, die lässt sich dazu schalten. Die ist oft sehr hilfreich, da man sich eben auch im Dunkeln bewegt und da eben auch eine Lampe braucht ab und zu. Und natürlich kann man auch einen Teil des Bildes damit ausleuchten. Für die Aufnahmen in völliger Dunkelheit braucht ihr die natürlich nicht einzuschalten. Besonders cool ist, dass der Bildsensor auf Starlight Level arbeitet. Man kann also die Sterne filmen und das ist wirklich sehr cool. Viele Kameras müssen da eine Langzeitbelichtung machen. Ein wirklich sehr, sehr cooles Feature. Ich liebe es, die Sterne zu beobachten und natürlich auch die Katze. Mittlerweile nutze ich das Nachtsichtgerät sehr oft, gerade abends, wenn es dunkel ist im Garten, um nachzuschauen, was alles los ist. Und es macht echt auch sehr viel Spaß, weil ich oft erfolgreich bin und was vor die Linse bekomme. Mit dem TKW SER Z095 bekommt ihr auf jeden Fall ein sehr ordentliches Nachtsichtgerät, das sehr, sehr gut verarbeitet ist, dazu eine lange Akkulaufzeit hat. Ihr könnt Videos aufnehmen in 4K-Auflösung, Fotos bis zu 36 Megapixel. Das ist definitiv sehr, sehr ordentlich. Ein kleiner Minuspunkt ist die fehlende Bildstabilisierung. Das fällt aber nachträglich eher bei den Videoaufnahmen auf, weniger während man das Gerät benutzt. Ich bin auf jeden Fall begeistert und freue mich schon drauf, was ich noch so alles entdecken werde mit dem Nachtsichtgerät. Alle Infos und Links dazu findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Und mit diesen Bildern komme ich auch schon langsam zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!